Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie alle herzlich willkommen im Namen des Forum Dialogs zu unserer dritten Veranstaltung der Islam-Kompaktreihe Glaubensgrundsätze erklärt. Nach den Themen im Lichte der koranischen Offenbarung und der unbegreifliche Begriff Gott widmen wir uns heute dem Thema Endstation Tod, Jenseitsvorstellung im Islam. Ich möchte mit einem Zitat von Arthur Schnitzler anfangen. Am Ende gilt doch nur, was wir getan und gelebt und nicht, was wir ersehnt haben. Zitat Ende. Der Tod ist allgegenwärtig. Wir begegnen ihn fast jeden Tag, jede Stunde oder jede Minute. Er ist Teil unserer Realität. Alltäglich werden Menschen in Krankenhäusern mit ihm konfrontiert. Jeden Tag wird ein neues Grab in den Friedhöfen um uns gegraben. Wir begegnen ihn im Fernsehen, in den Nachrichten oder Filmen. Entweder trifft es unsere Nachbarn, Freunde, Familie oder auch uns selbst. Doch nehmen wir den Tod bewusst genug wahr oder verschließen wir uns ihm nur, indem wir diese Orte meiden oder die Toten in den Nachrichten nur als schlichte Zahlen wahrnehmen? Uns gar nicht fragen, welche Biografien hinter diesen Zahlen stecken. Ist es damit getan? Wenn ein Mensch stirbt, gibt es Rituale, die wir befolgen. Die Kultur und die Religion bestimmen diese Rituale. Diesbezüglich gibt es auch Unterschiede, wie zum Beispiel im Islam, im Christentum oder im Judentum. Wenn der Tod eintrifft, geht es mit Verfall einher, löscht Leben aus und verbittert uns und schmerzt uns. In Wirklichkeit aber stellt er, nach der islamischen Auffassung, eine von Gott veranlasste Entlastung von den schweren Pflichten und Bürden des diesseitigen Lebens dar. Wegen dem Glauben an die leibliche Auferstehung bestatten die Muslime ihre Toten in einem Erdgrab. Die Wörter, die aus dem arabischen Wort Hay, Leben stammen, kommen 189 Mal und die Wörter, die aus dem arabischen Wort Maut, Tod, stammen, kommen 185 Mal im Koran vor. Der Koran macht uns des Lebens und des Todes gleichermaßen bewusst. Beides sollte in einem gesunden Gleichgewicht miteinander einhergehen. Also weder das eine noch das andere sollten die Gläubigen vernachlässigen. In diesem Sinne stellen wir uns die Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wie gehen Muslime im Alltag mit dem Tod um? Diese und weitere Fragen wollen wir am heutigen Abend gemeinsam erörtern. Hierzu haben wir Herrn Kadir Sanjay eingeladen. Kadir Sanjay ist in München geboren. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Sanjay studierte islamische und jüdische christliche Religionswissenschaften und Pädagogik an der Goethe-Universität Frankfurt. Als Imam ist er Präsidiumsmitglied der Stiftung House of One. Kadir Sanjay ist akademischer Mitarbeiter am Institut für jüdische Studien und Religionswissenschaft der Universität Potsdam. Bitte begrüßen Sie herzlich den Referenten des heutigen Abends, Herrn Kadir Sanjay. Also, herzlichen Dank für deine Worte. Also, es ist ein schwieriges Thema heute, das ist ja uns allen bekannt und bewusst, denke ich. Und da möchte ich mit uns allen sehr wohl bekannten Worten anfangen. Und zwar die Worte von Dr. Faustus. Habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich Amateur, und bin so klug als wie zuvor. Leider kann ich das von mir selbst nicht behaupten, aber Dr. Faustus, der all diese Wissenschaften seiner Zeit studierte, auch er war am Ende ratlos. Tod, der Tod ist einfach die Ratlosigkeit, die wir eigentlich an sich in unserer Tätigkeit im Alltag immer wieder erkennen müssen.
Ja, aber im Koran, da heißt es in einem Vers, Kullu nefsin zaiqatul maut. Also, ich habe hier unterschiedliche eigentlich für Sie Übersetzungen vorbereitet und diese geben uns eigentlich so Anhaltspunkte, wie man das vielleicht verstehen sollte. Weil jede Übersetzung ist ja an sich eine Auslegung und da können Sie von dem sehr, sehr hochgeschätzten Friedrich Rückert, den Tod muss schmecken, jedes Leben oder auch jetzt jede Seele bekommt den Tod zu schmecken. Weitere Übersetzungen, wo es heißt, jede Seele wird den Tod kosten oder auch erleiden. Und zuletzt vielleicht, was ich ganz interessant fand, in deutscher Übersetzung habe ich diese jedoch nicht finden können, deswegen in türkischer Übersetzung von Fethullah Gülen, der vielen bekannt ist, da heißt es, also türkisch, Her nefis her lachsa ölümü tatmaktadır. Also jede Seele ist jeden Augenblick beim Kosten des Todes. Der Tod wird jeden Augenblick gekostet. Also ständig stirbt man, ständig steht man wieder auf. Also ganz interessant, könnte auch philologisch gesehen oder grammatikalisch gesehen besser gesagt auch nachvollziehbar sein, weil im Arabischen hier ein Verb fehlt. Also es gibt zwei unterschiedliche Arten von Sätzen, Verbalsatz, Nominalsatz und Nominalsätze, die keine Verben haben, die haben keine Zeiten, das ist zeitlos, das gilt immer. Also von daher fand ich diese Übersetzung sehr überzeugend und da kann man auch an die Worte von Herrn Kahraman eigentlich anschließen, also dass genau Tod und Leben so quasi im Gleichgewicht steht, dass man ständig, sei es bei anderen Menschen, also Verwandte, Freunde, Bekannte, Nachbarn, die versterben, oder auch die Natur, wie die Blätter im Herbst verfallen, also dass man ständig den Tod miterlebt und letzten Endes natürlich den eigenen Tod. Ja, der Tod. Ja. Ja. Der Tod ist eine biologische Tatsache, die die Menschheit seit Anbeginn beschäftigt. In diesem Zusammenhang beschäftigt sie die Frage, was danach passieren wird. Die erfahrungsbasierte Wissenschaft, also die Physik, gelangt an seine Grenzen, wenn die Bewegung außer Kraft tritt. Mit dem Tod eines Menschen bzw. nach der Verwesung des Körpers bleibt der modernen Wissenschaft, also Naturwissenschaft, wenig bzw. kein Raum mehr für ihre Forschungen übrig. So wird es notwendig, seine Antworten in der Metaphysik zu suchen. Nach kantischer Aussage ist Metaphysik, so wie Sie es hier erkennen werden, eine Wissenschaft, die über die Grenzen der Natur hinausgeht. So haben sich Philosophen, Theologen und Gelehrte unterschiedlicher Religionen mit diesem Thema beschäftigt. Für Religionen ist die Frage nach El-Ba'th, Ba'd el-Maut, das heißt das Leben nach dem Tod, eine zentrale Frage. Indem der Koran zu ein Drittel El-Hashr, also die Auferstehung, thematisiert, wird das Leben nach dem Tod neben der Einheit oder man könnte auch Einsheit sagen, Gottes, At-Tawhid, die Prophetie, Al-Nubuwa und die Gerechtigkeit, Al-Adala und der Gottesdienst, also Al-Ubudiyya, zu einer essentiellen Frage. Vor der Auferstehung, dem Anfang eines neuen Lebens, sollte natürlich auf den Tod eingegangen werden, weil das ist ja die Frage, ist es das Ende oder der Anfang? Und wenn man schon jetzt vorher preisgibt, dass es nach dem Islam eine Auferstehung gibt für jeden Menschen, dann ist die natürlich Frage, ja, wo fängt es an? Wie ist dieser Tod zu verstehen? Die Grabsteine symbolisieren den Tod und erinnern uns an unsere Toten bzw. an unseren eigenen unvermeidlichen Tod. Al-Ghazali, den der deutsche Orientalist Hans Bauer
als, ich zitiere, den hervorragendsten Theologen des Islam und zweifellos einen der bedeutendsten religiösen Denker aller Zeiten, Zitat Ende, beschreibt, beschäftigt sich in dem 40. Buch aus seinem Hauptwerk Ihya Ulumuddin mit der Erinnerung an den Tod und dem Leben danach. In diesem Zusammenhang hat er Worte auf Grabsteinen gesammelt, Al-Ghazali zufolge standen auf einem Grab folgende Worte geschrieben. Ich stand bei meinen Lieben, da ihre Gräber sich reihten wie Pferde im Wettrennen. Ich weinte und meine Tränen strömten, doch da entdeckten meine Augen unter ihnen meinen eigenen Platz. Nach der von Al-Shatibi entwickelten Theorie der Ziele der Scharia, also dieser Begriff sollte vielleicht uns keine Angst machen, weil es nur eigentlich in diesem Sinne der Weg, der islamische Weg gemeint ist, ist es das Hauptziel der islamischen Normenlehre, 5 Grundrechte aller Menschen, darunter auch das menschliche Leben, zu schützen und zu erhalten. Der Mensch darf nicht über den Tod eines anderen oder des eigenen entscheiden. Weder eine Abtreibung noch die Sterbehilfe darf die schwangere Frau bzw. der unter Schmerzen leidende Mensch entscheiden. Ich weiß, hier zu stehen ohne Schmerzen und diese Worte zu sagen, ist einfach. Und wenn schmerzerleidende Menschen das dann vielleicht sagen sollten, könnte es ein bisschen anders aussehen. Aber vielleicht können wir darüber noch reden. Nach islamischer Auffassung kann nur Gott über Leben und Tod bestimmen. Nach islamischer Auffassung, wie gesagt, also dieses Bestimmen von Leben und Tod, und demzufolge wird ein Selbstmordattentat, auch wenn sie in Gottes Namen vollzogen wird, extrem fragwürdig. Der Verbot, auch sich selbst zu töten, das kann man aus Sure 4, Vers 29 lesen, daraus entnehmen, und die Warnung des Gesandten, dass durch Selbstmord dem Menschen das ewige Paradiesleben verwehrt wird, das ist ja ganz, ganz bedeutend, lehnen klar und deutlich jegliche Entscheidungen gegen das eigene Leben ab. Also, man sollte klar und deutlich hieraus erkennen, dass Selbstmordattentate, also dadurch das eigene Leben und das Leben anderer unschuldiger Menschen zu gefährden oder auch im Gewissen zu tragen, dass dies islamisch gesehen nicht tragbar ist. Die Herausforderung für die Menschen ist nicht, für Gott zu sterben, sondern für Gott zu leben. Wenn auch der Tod eine göttliche Bestimmung ist, ist das Ziel unseres Daseins nicht der Tod, sondern das Leben. Und daher in der Sure 51, Vers 56 heißt es: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn, also damit sind Dämonen gemeint. Die Dämonen können gut oder auch schlecht sein, guter oder schlechter Natur. Gute Jinnen, wie die bezauberte Genie hieß es damals, glaube ich. Also von daher, ich habe die Jinn und die Menschen nur deswegen erschaffen, damit sie mich anbeten bzw. mir dienen. Die Herausforderung liegt darin, sich der göttlichen Prüfung im Leben zu stellen, um schließlich mit einem von Gott herbeigeführten Tod diese Zeit zu besiegen. Der Tod, im Arabischen Al-Maut, ist auch ein Thema von Fiqh. Also Fiqh ist die islamische Normenlehre. Neben Empfehlungen, wie die Zeit am Lebensende zu verbringen ist und welche Dienste am Bett eines den Tod wartenden Kranken zu erfüllen sind, werden auch die islamischen Bestattungsriten, unter anderem die Totenwaschung, das Totengebet und die Bestattung an sich thematisiert. Ich bin jetzt nicht darauf eingegangen, weil es gibt ähnliche Riten in anderen Religionen, auch unterschiedliche natürlich, aber mir liegt es am Herzen, überhaupt zu thematisieren, was ist wirklich der Tod und was bringt es herbei und was können wir damit anfangen. Die Frage, wann der Tod eintritt, wird in der klassischen islamischen Literatur klar formuliert.
Indem die Seele den Körper verlässt, stirbt der Mensch. Okay, hört sich einfach an. Aber wie soll festgestellt werden, wann diese Trennung stattfindet? So heißt es in der Fiqh-Literatur: Verlust des Bewusstseins und Sinneswahrnehmungen, Ausfall der Atmung und des Herzschlages und die Reglosigkeit der Arme und der Augen seien erste Anzeichen für den Tod. Okay. Die Abkühlung, das Vertrocknen und die Blauverfärbung des Körpers und Anzeichen von Verwesung seien weitere Merkmale für den Eintritt des Todes. Ist alles nachvollziehbar. Die moderne Medizin stellt die Muslime auch in dieser Frage vor einer neuen Herausforderung, weil sie müssen sich vorstellen, dass diese Worte vor mehreren Jahrhunderten verfasst worden sind. Also da, wo die Medizin noch nicht so fortgeschritten war, da, wo es keine Geräte vorhanden waren, die den Menschen auch lange ohne jetzt biologische Möglichkeiten oder ohne dass der Körper hier oder da weiter mitmacht, dass man diesen am Leben halten kann. Also deswegen diese Herausforderung, demzufolge nach dem Beschluss der Islamic Fiqh Academy am 3. Juli 1986 wird der Mensch erst durch das Eintreten von Herz- und Atemstillstand oder durch einen Hirntod für tot erklärt. Das ist das Neue. In beiden Fällen muss eine Wiederbelebung bzw. eine Besserung des Zustandes von Ärzten ausgeschlossen werden. Das ist wichtig. Das kann der Theologe nicht sagen. Also das kann weder der Pfarrer noch der Imam sagen, okay, wir dürfen jetzt die Geräte ausschalten oder nein. Das müssen dann die Ärzte sagen. Weil die Ärzte müssen dann klar und deutlich das alles ausschließen können und erst dann kann man diesen Menschen dann für tot erklären und dann können diese Geräte dann ausgeschaltet werden. Dies wird in der Fiqh-Literatur als der wahrhaft eintretende natürliche oder jetzt biologische Tod, Hakiki-Tod bezeichnet. Außer diesem kennt Fiqh auch einen juristischen, also gerichtlich festgesetzten Tod, Hukmi. Anders als im Judentum haben Frauen, deren Männer verschollen sind, durch diese Todeserklärung die Möglichkeit, eine neue Ehe einzugehen. Also Menschen, die darunter leiden, die wissen, wie problematisch das ist. Weil in der jüdischen Halacha gibt es die Problematik, dass die Frau dann in dieser Ehe festgehalten ist und da nicht befreit werden kann, weil der Mann nicht auffindbar ist und nicht für tot erklärt werden kann. Und ohne dass er tot ist oder dieser Frau die Scheidung einreicht, kann die Frau keine neue Ehe eingehen. Das ist eine Problematik, die natürlich auf jüdischer Seite dann versucht wird, gelöst zu werden. Dies wurde dann sehr früh im Islam durch diese Trennung dann ermöglicht. Also, dass man juristisch einen Menschen für tot erklärt, der in den Krieg gezogen ist, nicht mehr zurückgekehrt ist. Wenn Anhaltspunkte da sind, man sagen kann, okay, der muss wohl tot sein, dann wird dieser dann gerichtlich für tot erklärt. Manche Gelehrten unterscheiden den anerkannten, zugesprochenen Tod, also Takdiri-Tod, von dem juristischen Tod und thematisieren in diesem Zusammenhang die eventuellen Rechte bzw. das Vermächtnis eines im Mutterleib verstorbenen Ungeborenen. Also nicht jeder macht diese Unterscheidung, ist auch gar nicht so dramatisch, wenn man das nicht tut, aber da ist eine Kleinigkeit, eine Nuance dabei, dass genau die Frauen, die getötet werden, die schwangeren Frauen, also mit diesen werden auch natürlich, wird auch der Fötus im Mutterleib getötet. Und man erklärt dieses Lebewesen im Mutterleib, das auch gelebt hat vorher, auch für tot. Und deswegen die Unterscheidung, dass man sagt, das ist ein anerkannter Tod, ein zugesprochener Tod, ermöglicht nach manchen Gelehrten einfach
darüber nochmal zu sprechen, zu diskutieren, ja, was ist jetzt, war er erbfähig, dieses Kind, das noch nicht geboren ist, und kann dieser auch ein Erbe weiter vererben? Uns interessiert eigentlich aber der wahrhaft eingetretene Tod an sich. Al-Ghazali beschreibt den Tod als eine Zustandsveränderung und sagt, dass die Seele nach der Trennung vom Leibe bestehen bleibt. Die Worte von Al-Ghazali werden von Radhi Shukrullah folgendermaßen ins Deutsche übersetzt. Ich zitiere: Die Trennung der Seele vom Leibe bedeutet den Abbruch ihrer Verfügungsgewalt über den Körper, da der Körper nicht länger ihrem Befehl untersteht. Die leiblichen Glieder sind Werkzeuge der Seele, die sie benutzt, um mit der Hand zu schlagen, mit dem Ohr zu hören, mit dem Auge zu sehen und mit dem Herz die wahre Natur der Dinge zu erkennen. Des Menschen wahre Natur besteht aber aus seinem Selbst, Nefs, und aus seiner Seele, Ruh. Und diese bleibt bestehen. Also Ruh bleibt bestehen. Zitat Ende. Al-Ghazali geht auch auf die Schmerzen ein, die die Erinnerung an den Tod auslösen. Die Trennung von Familie und Kindern, von Bekannten, Verwandten und Freunden, von Hab und Gut sei der Grund für diese Schmerzen. Unmittelbar nach dem Tod befalle den Menschen die Sorge der Rechenschaft über seine Taten vor Gott. Dennoch wird Erinnerung an den Tod in den islamischen Quellen gefördert. Ali ibn Abi Talib, der Vetter und Schwiegersohn und zugleich der vierte Kalif, sagte nach einer Überlieferung, dass Erinnerung an den Tod zu wohltätigen Handlungen führen würde, also gefördert werden sollte. Man sollte ständig an den Tod erinnern. Also ein Freund, damals, als ich in Würzburg gelebt habe, hatte mal mir etwas erzählt. Er hat damals, ich möchte jetzt keine Werbung machen, ich nenne jetzt die Firma nicht, in einer Firma angefangen zu arbeiten. Also neue Freundin, neue Arbeitskollegen. Und zur Mittagszeit gehen sie essen und schon beim ersten Tag fängt er schon an, über Gott und die Welt und natürlich über den Tod zu reden. Am zweiten Tag und am dritten Tag, da merkt er, dass niemand sich zu ihm hinsetzt, also steht er auf, geht zu den anderen, dann sagen sie zu ihm, wenn du über Tod reden möchtest, dann setz dich lieber woanders hin. Also es ist eine Tatsache, dass die Menschen sich nicht so gern daran erinnern wollen. Das ist nicht so leicht. Aber Sie sehen, die Anregung ist aus islamischer Sicht ist da. Man soll sich ständig an den Tod erinnern. Und auch Umar ibn al-Khattab, der zweite Kalif, hatte wohl die gleichen Vorstellungen, sodass er folgende Worte auf seinen Siegelring eingravieren ließ. Der Tod ist ein hinreichender Warner, O Umar. Das waren die Worte. Mit der Begründung, dass sie an den Tod erinnern und die Herzen erweichen, empfiehlt außerdem der Prophet in den Hadithen, Friedhöfe zu besuchen. In der Sufi-Tradition, also Sufi, Sufismus, die islamische Mystik, ist vielleicht einigen bekannt. In der Sufi-Tradition wird der Tod als Wuslat, die Vereinigung mit dem Geliebten, verstanden. Sufis nennen diesen Augenblick als ihre Hochzeit, also Dün oder auf Arabisch Urs. So wird noch heute jährlich am 17. Dezember nicht der Geburtstag, sondern der Todestag von Mevlana Jalaluddin Rumi, also der 1273 verstorben ist, als seine Hochzeitsnacht, also Shebi Arus, gefeiert. Hatim el-Essam wird als einer der ersten Mystiker des Islams verstanden. Er spricht von dem weißen, schwarzen, roten und grünen Tod. Ihm zufolge sei wenig Essen der weiße Tod. Das Ertragen von Qualen und Misshandlungen der schwarze Tod. Seinen Trieben, also Nefs, zu widersprechen, der rote Tod und schließlich das Tragen von geflickten Kleidern,
der grüne Tod. Der grüne Tod. Mit dem weißen Tod wird die Wahrnehmung des Sufis gestärkt. Mit dem schwarzen Tod verinnerlicht er, dass alles von Gott kommt. Mit dem grünen Tod erkennt er die alles übertreffende Schönheit Gottes. Und der rote Tod ist die Selbstläuterung, die alles außer Gott sterben lässt. Ähnlich wie bei den Fiqh-Gelehrten kann auch in der islamischen Mystik zusammengefasst von zwei Todesarten gesprochen werden. Über den biologischen wahrhaftig eintretenden Tod haben wir schon gesprochen, das ist ja uns aus dem Fiqh-Bereich schon bekannt. Dies ist aber natürlich für die Mystiker eigentlich von sekundärer Bedeutung. Also für sie ist es nicht so interessant, über diesen Tod zu reden. Also nebensächlich. Für sie ist es eigentlich für sie ist eigentlich der Iradi-Tod, den sie freiwillig selbst mit eigenem Entscheiden sich aussetzen. Viel wichtiger, dieser Tod ist der Tod der menschlichen Triebe, sodass die Seele die Oberhand bekommt und sich vor den überwältigenden Trieben des Selbst, also Nefs, errettet. Um den Anschluss zu den Worten von El-Ghazali zurückzufinden, sollte in Erinnerung gerufen werden, dass nach dem Gelehrten unmittelbar nach dem Tod dem Menschen die Sorge der Rechenschaft über seine Taten vor Gott befalle. Also da vielleicht in Erinnerung auch noch an die Sure 99, wo es heißt, und so wird derjenige, der Gutes im Gewicht eines Stäubchens tut, es sehen, und derjenige, der Böses im Gewicht eines Stäubchens tut, wird es sehen. Und genau nach diesem ist genau diese Sorge nach Rechenschaft also ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Nachdem er dann bestattet worden ist, also jetzt kehren wir dazu, der Mensch, der jetzt bestattet worden ist, kehrt seine Seele zu seinem Leib zurück. Demzufolge werde es ein ewiges, jenseitiges Leben für die Seele und dem wiedererschaffenen Leib geben. Also, nach islamischem Glauben gibt es nicht nur die Seele, die ewig lebt, sondern der Körper lebt auch ewig. Der Körper des Menschen wird wiedererschaffen. Man wird mit Leib und Seele ewig leben dürfen. Er bedient sich dem Koran und der Sunna der Prophetentradition und möchte dadurch unter Beweis stellen, dass die Seele auch nach dem Tod ewig weiter existieren wird. Sehr detailliert beschreibt er die einzelnen Akte, die die Menschen nach dem Tod wiedererfahren. Von dem Posaunenstoß bis zur Beschreibung des Versammlungsplatzes und der dort versammelten, von der Sorge um Rechenschaft abzulegen, bis zur Beschreibung des Auferstehungstages, von der Waage der Gerechtigkeit bis zur Vergeltung von Unrecht, von der Beschreibung der Sirat-Brücke bis zur Fürsprache des Propheten, von der Beschreibung von Himmel und Hölle bis zur Begegnung mit seinem Herrn. Und mit dem besonderen Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes lässt El-Ghazali keine relevanten Details aus, die im Koran und in den Hadith-Sammlungen sich wiederfinden lassen. Diese Vorgehensweise, den Tod und die Auferstehung zu thematisieren, widerspiegelt die Zeit, in der der Gelehrte lebte. Die Menschen interessieren sich für Fragen wie, was sagt der Islam? Wie soll das religiöse Leben nach dem Islam aussehen? Genau diese Fragen finden bei El-Ghazali ihre Antworten. Also, das ist aber nicht mehr zeitgemäß. Wenn man wissen möchte, ja, was möchte die Religion, wie soll ich bestatten, wie wird ein Toter gewaschen, all diese Fragen, fragen Sie Google, der weiß es immer gut, aber manchmal auch falsch. Also letzten Endes auf Informationen zurückzugreifen ist so einfach geworden heute, dass auch die Fragestellungen bei den Menschen, auch durch die Aufgeklärtheit der Menschheit, sind die ganz anders geworden.
Also heute, in einer Zeit, in der die Religionen und der Glaube an Gott in Frage gestellt werden, alternative Weltanschauungen angeboten sind und die modernen Wissenschaften die Quellen der Erkenntnis neu definiert haben, scheinen Muslime ganz andere Fragen zu haben. Anstatt nach wie und was zu fragen, interessieren sie sich für warum. Sie wollen hinterfragen und verlangen, dass die Plausibilität der Informationen aus den offenbarten Schriften und überlieferten Quellen erklärt wird. Und da kommt für mich eigentlich Said Nursi in Frage. Said Nursi, ein Gelehrter des 20. Jahrhunderts, widmete sich unter Rücksicht auf die Bedürfnisse der Muslime in der Moderne der Frage nach der Auferstehung. Den Brief, den er 1926 zu Beginn seines Exils verfasste, auf seine Biografie können wir hier leider nicht eingehen, aber auch er musste sehr viel leiden, musste sehr viel im Exil und in Gefängnissen Zeit verbringen, weil er frei in seiner Meinung, frei in seinem religiösen Verständnis sein wollte. Also veröffentlichte er in seinem monumentalen Werk namens Risale-i-Nur diese und nannte ihn das 10. Wort. Nursi bezweckt in 5 Stufen die Seele, also Nefs, des Lesers bzw. Zuhörers, seinem Verstand, seinem Gewissen, sein Herz und seinen Geist anzusprechen. Also er macht es sehr strukturiert und sehr klar geordnet und er versucht da gar nichts auszulassen. Deswegen, wenn Sie Nursi lesen, da fühlen Sie eine gewisse Emotionalität. Sie spüren auch eine gewisse Rationalität. Also auf beiden Ebenen, auf diversen unterschiedlichen Ebenen, versucht er Sie mitzunehmen. Mit Qiyas al-Tamthil, also Aufführungsvergleich, wir würden halt heute eine Parabel sagen, lässt er 2 Menschen in den Dialog treten. Ein Parabel, so wie wir es im Deutschunterricht kennen, also eine Geschichte wird erzählt, eine fiktive Geschichte und dahinter steht eine wahre Geschichte. Er lässt 2 Menschen in den Dialog treten und beginnt somit seine Abhandlung. Die Bild, also Surat und die Sachebenen, Hakikat, helfen dem Leser, den Einstieg in das schwierige Thema zu finden. Das macht er in anderen Themen, auch bei diesem Thema. Also immer mit diesen Beispielen, wo 2 Menschen oder mehrere sich unterhalten über Themen, ganz einfache weltliche Themen, die übertragbar zu dem eigentlichen Thema sind, die nimmt er zu Anlass. Auch hier ist der Fall. Mit Al-Qiyas al-Adl, also ein Gerechtigkeitsvergleich, zieht er Vergleiche aus der Ordnung und Gerechtigkeit in der Natur. Das ist dann auch eine weitere Möglichkeit, die er nutzt. Er sieht aus der Natur und erklärt auf diesem Wege die Notwendigkeit der Auferstehung. Er bedient sich der Logik quasi. Mit Al-Qiyas al-Nazir, also Ähnlichkeitsvergleiche, weist Nursi auf das ständige Sterben und Wiederbelebung der Pflanzen, zum Beispiel im Frühling, und erklärt die Auferstehung für möglich. Also Sie sehen, er versucht immer auf unterschiedlichen Ebenen den Menschen klarzumachen, es gibt den Tod, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten, das sehen wir tagtäglich, aber was danach? Es ist das Ende. Er sagt, das ist nicht das Ende, weil, weil, und versucht auf argumentativer Ebene seine Beispiele aufzuführen. Und ein weiterer Punkt vielleicht, eine weitere Methode ist Talim al-Asma al-Ilahiyya, also die Unterweisung mit den Namen Gottes, mit den schönsten Namen Gottes. Also um diese Belehrung, um diese Methode zu verstehen, bedarf es einer kleinen Exkursion in die Gottesvorstellung im Islam. Ja.
Der islamische Gottesbegriff scheint für den flüchtigen Blick überaus einfach zu sein. Man wird Muslim durch das Aussprechen der Formel: Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist. Die zentrale Stellung des Ein-Gott-Glaubens im Islam wird in Sure 112 sehr deutlich. Sprich, ich zitiere, sprich, Gott ist einer, Gott ist der Ewige. Er hat nicht gezeugt, er ist nicht gezeugt und ihm gleich ist keiner. Zitat Ende. Mit diesen Worten kommt die streng monotheistische Gotteswahrnehmung zum Ausdruck. Diese knappe Beschreibung löst jedoch die Transzendenz Gottes nicht auf. Die Neugier über seinen Schöpfer wird dadurch keineswegs gestillt. Wir haben gesagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Dämonen und die Menschen erschaffen, damit sie mich anbeten. Dem berühmten Prophetengefährten, also Ibn Abbas, zufolge setzt ein wahrhaftes Anbeten ein Kennenlernen voraus. Also, wenn man Gott nicht kennt, kann man ihn auch nicht wahrhaftig anbeten. Wie soll das funktionieren? Demnach soll die Neugier auch nicht verdrängt werden. Ich erzähle das deswegen, weil heute leider Gottes unter Muslimen genau dieser Bereich sehr kurz gefasst wird. Es werden einfach genannt, woran man glauben soll, aber der Glaube wird nicht hinterfragt. Man geht nicht in die Tiefe. Es ist nur formelhaft. Das Bedürfnis demnach soll die Neugier auch nicht verdrängt werden. Das Bedürfnis aus Dankbarkeit, seinen Schöpfer anzubeten, leitet den Muslim auf eine Suche. Eine bildliche Darstellung des Schöpfers ist nicht erlaubt. Das ist vielen bekannt. Also Bilder, menschliche Darstellungen, Tiere, Lebewesen. Also das ist eigentlich nicht erlaubt. Darüber könnte man noch diskutieren. Das ist kein Tabu, nach meinem Verständnis her. Aber letzten Endes, dem zu folgen, in Bezug auf Gott, ist es ein Tabu. Also eine Darstellung Gottes und Darstellung des Propheten ist nicht erlaubt. So werden Antworten in Worten und in der Offenbarung gesucht. Die Suche im Koran nach dem richtigen Gottesverständnis führt den Suchenden zu den zahlreichen Namen Gottes, die seine Macht und seine Gnade, seine Stärke und seine Milde, sein Werk als Schöpfer, Erhalter und Herrn des jüngsten Gerichts beschreiben. Er wird auf die Kette der sogenannten schönsten Namen, das finden Sie in Sure 780, die aus 99 Namen bestehen, aufmerksam. Diese Namen helfen den Muslimen, sich dem unnahbaren Gott, der Erste und der Letzte, der Äußere und der Innere ist, also das ist auch entnommen aus Sure 57, Vers 2, zu nähern. Rahman ist der Begriff für Barmherzigkeit im Koran. Und Ar-Rahman und Ar-Rahim, zwei Namen des Barmherzigen. Auch Namen wie Al-Afu, der Vergebende, Al-Tawwab, der die Reue annehmende, Al-Ghaffar bzw. Al-Ghafur, der stets großmütig Verzeihende, Al-Wahhab, der großmütig Spendende, Al-Razzaq, der stets Versorgende, Al-Kerim, der Gütige, Al-Mun'im, der Gunstverleihende, Al-Barr, der Wohltätige, Al-Wadud, der Liebevollste, Al-Ra'uf, der Erbarmungsvolle, Al-Adl, der äußerst Gerechte, gehören zu den Namen Gottes, die im Koran erwähnt werden. Jetzt zurück zum Thema. Okay. Mit Ta'lim al-Asma al-Ilahiyya, also Unterweisung mit den Namen des Gottes, die Belehrung anhand der Namen Gottes, zeigt Nursi am Beispiel ausgewählter Namen, welche als Selbstbeschreibung Gottes zu verstehen sind, dass diese ausgehend von ihrer Bedeutung bzw. Gottesdarstellung ein ewiges Leben nach dem Tod erfordern. Also diese Namen, Gott ist der Gebende. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass es ein ewiges Leben gibt, würde Gott uns, so heißt es in manchen Quellen,
nicht das Gefühl geben, das Verlangen geben, unendlich zu existieren. Also, das ist auch ein so interessanter, eine interessante Schlussfolgerung, wenn es überhaupt das Gefühl, unendlich zu existieren gibt, das ist wie ein Gebet, dann gibt es auch die Unendlichkeit an sich. In einem letzten Schritt nennt er Buku'at, also die bereits geschehenen Ereignisse, als Beweise für Imkanat, die möglichen Ereignisse in der Zukunft. Was meine ich damit? Das können wir vielleicht anhand Sure 36, Verse 77, 79 ein bisschen näher verstehen. Sah der Mensch denn nicht, dass wir ihn aus einem Tropfen erschaffen haben, und schon ist er ein klarer Gegner. Ein Gleichnis prägte er für uns, vergaß dabei doch, dass er geschaffen ist. Er sprach, wer kann die Gebeine lebendig machen, wenn die schon zerfallen sind? Sprich, der macht sie lebendig, der sie ein erstes Mal erschuf. Wissen hat er vor allem, was erschaffen ist. Hier erkennen Sie an dieser Stelle, dass das, was geschehen ist, also dass die Schöpfung stattfand, dafür spricht, dass es nochmal passieren kann. Also, wenn nie erschaffen, Gott erschaffen würde, dann könnte man darüber überhaupt philosophieren, ist es überhaupt möglich. Aber Nursi sagt, ja, dafür gibt es ja Beweise. Gott hat erschaffen, natürlich islamisch oder religiös gedacht, also gibt es Hinweise dafür, dass es ein Erschaffen gibt. Und dieses Erschaffen ist der Beweis dafür, dass ein Auferstehen nach dem Tod möglich ist. Das sind so vielleicht bruchhafte Stücke oder Versuche, Nursi zu rekonstruieren in seinem Verständnis, in seiner Bemühung, dann überhaupt die Auferstehung und die Vernünftigkeit der Auferstehung den Menschen näher zu bringen. Für den, der bereits von nichts erschaffen ist, werde in der Zukunft die Wiedererschaffung aus Gebeinen nicht schwerfallen. Das ist Nursis Methode, das Geschehene mit dem Möglichen in Verbindung zu setzen. Außerdem geht Nursi im Anhang auf den Nutzen der Auferstehung für das irdische Leben ein. So ist die Auferstehung für Kinder, die sich naive Fragen über den Tod stellen und dementsprechend Todesängste für viel intensiver spüren können als Erwachsene, eine Möglichkeit, innere Ruhe durch den Gedanken der Auferstehung und Wiedervereinigung zu empfinden und damit umgehen zu können. Also, meine kleine Tochter hat vor vielleicht einem Jahr, da war sie 6 Jahre alt, gesagt, ich möchte nicht begraben werden. Ja, unter der Erde kann ich nicht atmen. Ich habe Angst. Also, es ist doch eine Realität, dass Kinder wissen und Kinder auch denken. Sie denken weiter. Ich glaube, ich selbst war noch nicht in der Schule, als ich selbst Pläne geschmiedet habe, wie man vor dem Weltende wegkommen könnte. Also ich habe wahrscheinlich damals, also mit 5 Jahren oder so, gedacht, das Weltende, das Ende des Lebens quasi, dass diese ähnlich wie ein Erdbeben sein könnte. Ich habe mir immer Pläne gemacht, wir könnten doch, wenn es soweit ist, mit unserem Auto zu einem anderen Ort fliehen. Und wenn es dort soweit ist, dann fliegen wir woanders hin, sodass wir ständig überleben können. Also, ich habe es selbst durchgemacht, ich habe es von meiner Tochter gesehen und ich glaube, jeder stellt sich diese Frage, klein oder groß. Und Kinder haben Angst vor dem Sterben. Und interessanterweise, mein Sohn, der ist 2 Jahre älter als meine Tochter, der hat gesagt, warum hast du Angst? Es gibt ja, der Tod ist ja nicht das Ende. Es gibt ja danach ein schönes Leben. Wir kommen in den Himmel, da gibt es keine Prüfung mehr. Da ist alles super. Also, ja, das war für mich eine unheimliche Erleichterung, dass ich
in dieser Notlage nicht versuchen musste, jetzt diese hochkomplexen Fragen zu lösen. Ja, lösen kann man sie trotzdem ja sowieso nicht. Aber wie schon gesagt, Nursis Anliegen ist dann auch nochmal mit all diesen Methoden auch nochmal nahezulegen, die Auferstehung und die Wiedervereinigung, das alles, das ist nochmal ein Trost für die Kinder zum Beispiel. Die Auferstehung ist für alte, sich dem Tod nähernde Menschen eine Hoffnung, sagt er. Für Jugendliche wiederum ist sie eine Warnung, um ethisch-moralische Grenzen nicht zu überschreiten. Nursi erklärt den Nutzen der Auferstehung für die Familie in einer ewigen Vereinigung. Dieser Gedanke werde sicherlich der Familie ein glückliches Miteinander im Diesseits bescheren, wer daran bemüht ist, für ein ewiges Zusammensein zu investieren und nicht für etwas Vergängliches, der wird hierin auf jeden Fall auch nochmal Trost finden. Sie sehen, von Kindern bis auf ältere Menschen und auch noch zu Jugendlichen, er erkennt darin Hinweise und sagt, das hat einen Sinn. Es ist nicht sinnlos, dass es diesen gibt, wenn Jugendliche jetzt so fahrlässig umgehen mit allem, dann kann der Tod ihnen helfen, nachzudenken. Okay, alles, was ich tue, wird eine Konsequenz haben. Kinder, die das noch nicht verstehen können, aber Angst haben, können Hoffnung finden. Menschen, die schon ein Leben hinter sich haben, können darin Hoffnung finden. Ja, so viel zu Nursi. Aber ich möchte auch auf Gülen, Fethullah Gülen eingehen. Er startete Ende 1977 eine wöchentliche, 4 Monate andauernde Predigtreihe über die Auferstehung im Islam in der Bornower Moschee in Izmir. Seine Worte können wir teils als eine Zusammenfassung, teils eine Auslegung und teils eine Weiterführung der Ausführungen von Said Nursi verstehen. Später wurden diese Kassettenaufnahmen auch in einem Buch zusammengefasst und veröffentlicht. Seine Formulierungen und Gliederung ermöglichen uns heute Nursi besser zu verstehen. Also da hat auch ein bisschen selbst Farbe hineingebracht, aber Sie finden genau die Struktur oder die Gedanken Nursis wieder und deswegen sollte nicht da auch nicht vertieft eingegangen werden, aber erwähnt sollte trotzdem sein, dass interessanterweise und so ungewöhnlich es auch überhaupt ist, dass er bereits Ende der 70er Jahre seine Zuhörer in der Moschee über die Jenseitsvorstellungen in der Menschheitsgeschichte und Auferstehungsglauben in den abrahamitischen Religionen aufklärt. Also er sagt nicht nur der Moscheegemeinde, den Hunderten oder vielleicht sogar Tausenden Menschen, die vor ihm saßen, dass nach dem Islam ein Leben nach dem Tod gibt oder wie es formuliert ist, sondern er hat einfach auch auf die anderen unterschiedlichen Aussagen, Formulierungen, Auslegungen, Verständnissen dann auch eingegangen. Das fand ich sehr interessant. Also eine derartige Predigt habe ich weder in der Türkei noch heute in Deutschland erlebt, dass ein Imam sich auf die Kanzel setzt und dann erzählt, wie im Christentum oder auch im Judentum der Tod ist und was man da über die Auferstehung denkt und sagt quasi. Das sollte deswegen hier gelobt sein. Zum Abschluss sollte jedoch dem Koran das Wort überreicht werden, beziehungsweise so wie Gülen den Koran in Bezug auf die Auferstehung auslegt. Gülen bedient sich sehr oft den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, so erinnert er zu Beginn daran, dass es Konsens über das Eintreten des Weltendes gebe. Darüber können wir streiten, aber ich habe ein wenig Physik studiert gehabt und ich glaube, es gibt sehr viele Anhaltspunkte, wir wissen, dass es einen Anfang gab, ein Urknall heißt es, und dass es zu einem Ende hinführt, das
glauben auch sehr viele Physiker, glaube ich, so wie ich. Ihm ist bewusst, dass die Astrophysik dieses Ende viel später datiert, als Guylain es für möglich hält. Interessant. Eine Prophetenaussage zufolge fordert der Prophet seine Frau Aisha auf, Zuflucht bei Gott vor dem Unheil des Mondes zu suchen. Interessant. So spricht er von der Wahrscheinlichkeit, dass der Mond, also eine sehr, das hat vielleicht gar nicht damit zu tun, aber das ist eine sehr aufmerksame Herangehensweise, wo er dann merkt, ja, warum sucht man vom Mond Zuflucht? Irgendwas muss mit dem Mond passieren. Mond ist gut. Wir sind froh, dass es eigentlich den Mond gibt. Und Mond spielt in der islamischen Tradition eine wichtige, positive Rolle. Aber warum sucht man davor Zuflucht? Und genau die Frage stellt er sich und sagt, so spricht er von der Wahrscheinlichkeit, dass der Mond, der sich einst von der Erde löste, zurückkehren und den Untergang hervorrufen könnte. Nicht wird, sondern könnte. So wie er auch eine Kollision mit einem Stern möglich hält, findet er Auswirkungen von Atomtests, die das Leben auf der Erde erlöschen könnte, im Bereich des Möglichen. Heute, wir wissen, Kinder gehen und streiken an Freitagen. Damit sollte ich mit meinen Kindern auch anfangen. Also warum? Weil wir die Umwelt verderben, ins Verderben führen. Und genau das sagt auch Guylain, hat in früherer Zeit genau gesagt. Also wir müssen nicht so lange warten, bis die Physik oder die Astrophysiker meinen, okay, es ist soweit, sondern man sollte vorbereitet sein, weil wir leider selbst jeden Tag diese Zeit vielleicht beschleunigen. Also werde es ein Ende geben, der den Beginn eines Neuanfanges ausmachen würde. Ich möchte ein paar koranische Zitate noch hier vortragen und mit diesen auch nochmal meinen Vortrag beenden. Alle werde ich nicht mehr vorlesen. Ja, Gott ist es, der die Himmel aufgerichtet hat, ganz ohne Stützen, die ihr sehen könnt, sich dann hoch oben auf dem Throne niederließ und die Sonne und den Mond dienstbar machte. Beide laufen bis zur benannten Frist. Alles hat er in der Hand. Er legt die Verse, die Zeichen aus, damit ihr Sicherheit erlangt, dass ihr eurem Herrn begegnen werdet. Der Tag, an dem wir den Himmel zusammenrollen, wie man die Schriftrolle zusammenrollt, wie wir die erste Schöpfung begonnen haben, so werden wir sie wiederholen, als Verheißung, die uns obliegt. Siehe, wir tun es ganz gewiss. Sahen Sie denn nicht, dass Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und bei ihrer Erschaffung nicht matt und müde wurde, die Macht hat, die Toten zu beleben? Und seid ihr schwerer zu erschaffen als der Himmel? Denn den hat er erbaut. So wie er ein erstes Mal erschuf, so kehrt ihr zurück. Also, Sie sehen, es sind eine Reihe von Koranversen, Suren zu erwähnen, in denen genau das im Koran dann thematisiert wird. Am Anfang meinte ich, ein Drittel des Korans thematiert es. Von daher, nur wenn wir die koranischen Stellen hier vorlesen würden, hätten wir wahrscheinlich mit der Zeit hier nicht klarkommen können. Ich möchte noch mit den Worten Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Das heißt, siehe, wir sind Gottes und zu ihm kehren wir zurück. Das ist Tradition. Wenn jemand verstirbt, zu Gott zurückkehrt, dann werden diese Verse vorgetragen. Und mit diesen möchte ich eigentlich meinen Vortrag auch beenden. Herzlichen Dank. Bevor ich jetzt die Fragerunde eröffne, würde ich gerne ein paar Fragen stellen, insbesondere zwei Fragen stellen. Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass das Thema ist ja die Jenseitsvorstellung im Islam. So hat der Islam einen Absolutheitsanspruch für Muslime, dass der Himmel nur für Muslime reserviert ist. Genau die Frage, auf die war, habe ich eigentlich gehofft. Ist die noch an? Ja.
Da habe ich eine weitere Folie für Sie. Also, ich habe eigentlich nicht nur diese Folie, sondern ich habe auch noch mal ein... Man kann sehr vieles stellen im Koran oder auch in den Hadithen herausnehmen und diese thematisieren. Aber ich habe für Sie ein Hadith. Und zwar, das ist aus dem Hadithbuch. Hadithe sind Berichte, die über das Leben, über das, was der Prophet gesagt hat, berichten. Seine Worte beinhalten und so weiter. Also ein Hadith, das man in dem Buch von dem Gelehrten al-Bukhari, sein Werk wird sehr, sehr authentisch verstanden unter den Muslimen. Da gibt es einen Bericht, da heißt es, das ist von Anas ibn Malik überliefert. Er sagte, dass der Gesandte Gottes gesagt hat, am Tag der Auferstehung werden die Menschen verwirrt sein, dann werden sie zu Adam gehen und sagen, halte Fürsprache für uns bei deinem Rab, bei deinem Herrn. Und er schickt ihn zu einem anderen Propheten, dieser schickt ihn weiter und so weiter, bis sie beim Propheten Mohammed ankommen. Und letzten Endes, so sagt er, ja, so werden sie zu mir kommen. Mohammed wird zitiert. Und ich werde sagen, ich bin derjenige, der Fürsprache einlegen wird. Und ich werde sagen, ich werde meinen Herrn anflehen und er wird mir den Gefallen erweisen. Dann wird er mir solche Worte eingeben, mit denen ich ihn preisen werde. Aber ich kenne diese Worte jetzt noch nicht. So werde ich ihn mit diesen Lobpreisungen rühmen und mich niederwerfen. Dann wird gesagt werden, O Mohammed, erhebe dein Haupt. Sprich, du wirst Gehör finden. Bitte, es wird dir gewährt werden. Lege Fürsprache ein, deine Fürsprache wird angenommen werden. So werde ich mich vorbringen, meine Umma. Also ohne vielleicht sein Anliegen zur Sprache zu bringen. Und Umma bedeutet meine Gemeinschaft. Meine Gemeinschaft, was wird mit dieser Gesellschaft, mit meiner Gesellschaft? Dann wird gesagt werden, geh und hole denjenigen aus dem Feuer, der in seinem Herzen so viel Glauben wie ein Gerstenkorn hat. Dann wird er zurückkehren und dann wieder die Frage und dann die gleichen Gebete, oh mein Rab, meine Oma. Dann heißt es wieder vom Herrn, geh und hole denjenigen aus dem Feuer, der in seinen Herzen so viel Glauben wie ein Stäubchen oder ein Senfkorn hat. Er kehrt wieder zurück und sagt wieder, oh mein Rab, meine Oma. Da heißt es wieder, geh und hole aus dem Feuer, wer in seinem Herzen so viel Glauben hat, wie das aller kleinste Senfkorn. Er kehrt ein viertes Mal zurück. Und dann, ja, heißt es, O Mohammed, erhebe dein Haupt, sprich, du wirst erhört werden, bitte, und es wird dir gegeben werden. Dann sagt er, O mein Herr, erlaube mir, Fürsprache einzulegen für jeden, der La ilaha illallah gesagt hat. Also, La ilaha illallah bedeutet, es gibt einen einzigen Gott. Also, jeder, der an einen einzigen Gott glaubt. Daraufhin wird Gott sagen, bei meiner Ehre und bei meiner Majestät und bei meiner Größe und bei meiner Erhabenheit, wer La ilaha illallah gesagt hat, den werde ich ganz bestimmt aus dem Feuer herausholen. Also ich werde hier jetzt nicht so überheblich sein und den Himmel nur für bestimmte Menschen reservieren. Nach islamischer Tradition hat man darüber natürlich diskutiert. Es heißt, jeder, der sagt, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Gesandter. Jeder, der das sagt, der kommt in den Himmel. Aber zumindest dieser eine Hadith zeigt uns, dass da noch mehr möglich ist. Also, dass der Himmel anscheinend nicht nur für Muslime reserviert ist, aber das sollte gesagt werden in Berlin vor allem, wo sehr viele Menschen überhaupt nicht an Gott glauben. Das ist eine Herausforderung. Hier heißt es, die Bedingung ist, dass man an die Existenz Gottes glauben soll.
Ja, danke schön. Jetzt meine zweite Frage ist es, nach der islamischen Auffassung, die Auferstehung, werden die Muslime ja zur Rechenschaft gezogen, nach dem Tod, nach der Auferstehung, können dann halt einem alle Sünden verziehen werden? Ja, also... Noch halt vom Himmel oder... Ja, das ist... Machen wir es an einem Beispiel fest. Hitler macht uns ja so viel Bauchschmerzen und wenn Hitler käme und jetzt im Himmel sagen würde, ich habe alles bereut, was ich getan habe, oder vielleicht im letzten Moment seines Lebens, Hitler sagt, ich habe alles, was ich getan habe, bereut, wäre es möglich, dass er dann, dass ihm alles verziehen wird. Islamisch gesehen gibt es da eine Antwort, und zwar, es heißt, man muss differenzieren zwischen dem, was Gott gehört und was dem Menschen oder dem Gegenüber gehört. Also, Gott verzeiht, Gott hat uns versprochen, alles zu verzeihen, wenn die Reue zeigen. Aber da ist natürlich nicht genau die Verbrechen gegenüber anderen Menschen mit einbezogen. Also diese müssen wir schon mit den Menschen alleine und eins für eins eigentlich klären. Dafür gibt es mehrere Hadithe, die darauf hinweisen, und deswegen werden die Menschen ermutigt, wenn sie was getan haben, egal ob es was Kleines oder Großes ist, lass es nicht zu, dass es im Jenseits zur Rechenschaft gezogen wird. Versucht, mit den Menschen im Diesseits darüber zu reden und lässt euch in diesem, im Diesseits diesbezüglich zu verzeihen. Weil Gott wird das, was ihm zusteht, vielleicht uns verzeihen. Aber dennoch bleibt etwas übrig, und zwar die Verantwortung gegenüber den anderen Menschen. Und da müsste jeder einzelne Mensch, also wenn wir an unserem Beispiel bleiben wollen, wenn Hitler in den Himmel kommen möchte, dann müsste er jeden einzelnen Juden, jeden einzelnen aus der Gemeinde der Sinti und Roma und auch viele andere mehr dann um Verzeihung bitten und deren Segen einholen, und erst dann wäre es vielleicht noch möglich. Aber ich sehe da es für sehr schwierig. Wenn das Publikum Fragen hat, können wir jetzt unsere Freunden fragen. Ich habe zwei Fragen. Also dieses, die Seele kehrt in einen neu erschaffenen Körper zurück. Ja. Das Christentum spricht ja nur, die Seele kehrt in einen Körper zurück. Also das ist schon ein Unterschied. Ja. Okay, das wollte ich jetzt nochmal zur Selbstvergewisserung fragen. Und dann war einmal die Frage von einer Sirat-Brücke. Ja, Sirat-Brücke. Was ist das jetzt? Ist das die Brücke, die die Lebenden von den Toten trennt? Oder was ist das? Das ist eigentlich die Brücke, die in den Quellen vorkommt. Und zwar, das ist die entscheidende Brücke, die ganz dünne, die große Herausforderung. Diese Brücke muss überquert werden, überhaupt in den Paradies zu treten zu können. Das kann man, es ist nicht auszuschließen, dass es auch eine physische, materielle Bedeutung hat, aber es hat auch eine sehr symbolische Bedeutung. Man muss sich vorstellen, man darf sich nichts vormachen. Also ein Mensch, der jetzt eigentlich hier sehr fahrlässig gelebt hat und dann sehr gut jonglieren kann, der wird diese Brücke dann überqueren können. Also, dass man jetzt, dass alle Muslime versuchen, beim Artisten zu lernen, wie man jongliert, das braucht man nicht. Also, das ist symbolisch gemeint, jeder, der vielleicht auf ethisch-moralischer Ebene und in Gottesfürchtigkeit gelebt hat, der wird dann auch symbolisch diese Brücke überqueren können, und die anderen, die werden das halt nicht schaffen. Mhm. Danke. Mhm. Ziemlich einleitend hatten Sie formuliert, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, der Islam befürwortet Selbstmordattentate nicht. Dann ist ja jedes Mal durch die muslimische Welt ein Raunen gehen, wenn so etwas passiert.
Wieso ist das nicht so? Das ist genau der Punkt, dass Sie haben auch die Wunde gedrückt. Das ist unsere Wunde. Also es ist eine moderne, also eine zeitgenössische Problematik, weil damals gab es diese Problematik nicht. Der Selbstmordattentat. Da hat man 1:1 gekämpft und dann hatte man klar und deutliche Gegner und diejenigen, die im Krieg beteiligt waren, gegen die hat man gekämpft und die da nicht beteiligt waren, das hat man halt einfach nicht getan. Das ist die Herausforderung der Moderne, wo alles sich vermischt hat und natürlich auch nochmal dem verschuldet, dass die Muslime in sehr vielen Bereichen, auch in der Technik, in der Wissenschaft, ja, den Zug ziemlich verpasst haben. Also, das ist eine armselige Art und Weise und da gibt es natürlich dementsprechend auch Fatwas, also Rechtsgutachten von einigen Gelehrten in der islamischen Welt, die sagen, ja, in unserer heutigen Zeit ist es auch rechtfertigen, dass man diese Selbstmordattentate durchführt. Von daher, das ist nicht aus der Luft gegriffen. Das wäre jetzt ungerecht, wenn ich das jetzt irgendwie alles verneinen würde. Aber das ist ein Dilemma in der Hinsicht, dass der Islam als Ganzes betrachtet werden muss. Und der Islam, der verbietet im Koran und auch in den Hadithen an sehr vielen Stellen, dass unschuldige Menschen getötet werden. Also in der 5. Sure zum Beispiel, da heißt es in Anlehnung auf das Alte Testament, dass die Tötung eines Menschen oder unschuldigen Menschen gleichzusetzen ist mit der Tötung der ganzen Menschheit. Und die Errettung eines Menschen gleichzusetzen ist mit der Errettung der ganzen Menschheit. Also die Dramaturgie der Tötung eines Menschen wird dermaßen dort klargestellt. Und interessanterweise, auch in der Ermordung, also jetzt werden wir wieder in die normative Ebene zurückkehren, islamische Normenlehre, Rechtswissenschaft, also Fiqh, diejenigen, die einen Mord begangen haben, die werden von der Erbschaft ausgeschlossen. Das ist islamisch rechtlich festgelegt. Also Sie sehen, man versucht, Mord so stark in die Ecke zu treiben, dass man sagt, islamisch gesehen ist es sehr verpönt, auch verboten, dass man sozial auch keinen Platz mehr in der Gesellschaft bekommt. Vielleicht noch die Worte von Gülen in diesem Zusammenhang. Er sagte damals, als 2001 genau das alles sehr dramatisch dann in ich sage jetzt nicht unbedingt Anfang, aber so einen Schwung bekommen hat, da hat er sehr schnell reagiert und hat die Worte gesagt, soweit ich mich erinnern kann, ein Muslim kann kein Terrorist sein und ein Terrorist kann kein Muslim sein. Ich darf jetzt nicht so, also ich habe kein Anrecht darauf, wenn jemand sich zum Islam bekennt, egal ob er Terrorist ist oder nicht, kann ich ihm den Glauben nicht absprechen. Vorsicht mit dieser Aussage. Aber ich verstehe diese Worte folgendermaßen. Also das ist so widersprüchlich, Terrorismus, Selbstmordattentat und Islam, das sind Gegensätze. Beides gleichzeitig geht nicht. Also er sagt, dieses schizophrene Leben eines Selbstmordattentäters kann nicht weitergeführt werden, also das, oder solch Denken der Menschen. Entweder wird er sich für dieses Leben entscheiden oder für das andere. Also man kann nicht zugleich das und das andere sein. Also von daher, ich würde klar und deutlich aus meiner islamischen Perspektive her sagen, wenn jemand einen Selbstmordattentat begeht, der darf sich nicht so, wie er vermutet, mit den Jungfrauen, mehr als 70 Jungfrauen im Paradies erfreuen, sondern der müsste schon mit einem Höllenfeuer vielleicht sogar rechnen. Also, weil das klar und deutlich verboten ist. Noch ganz kurz, was verstehen Sie unter Erbschaft? Die rein materielle oder auch vor allen Dingen die ideelle?
Was meinen Sie mit der Idee? Erbschaft. Was meinen Sie mit der Idee der Erbschaft? Na, sie haben, wird von der Erbschaft aus. Ach so, okay, ja, meinen Sie das jetzt aus zum Beispiel christlicher Sicht, die Erbsünde und so weiter, wollen Sie darauf ansprechen oder? Wie meinen Sie das? Ich will nur wissen, was damit gemeint ist. Ich habe eher materiell gemeint. Nur das Ideelle oder auch das Materielle? Also ich habe hauptsächlich jetzt in meinem Vortrag über das materielle Erbschaft gesprochen. Aber wenn Sie dann konkretisieren, kann man auch noch mal hinterfragen, ob da auch was Ideelles dabei sein kann. Aber materiell. Ich hatte noch eine Frage, wo wir beim Mord sind. Wie steht das mit dem Selbstmord, ist die Frage. Also man hört ja immer, Selbstmord ist die größte Sünde. Ja. Und was steckt denn noch dahinter? Ist Selbstmord wirklich sozusagen mehr Sünde als Mord? Und wenn ja, was ist da die Begründung? Also ich würde Selbstmord und Mord voneinander gar nicht trennen, weil der Mensch verfügt nicht ganz über sein eigenes Körper. So wie man jetzt unschuldige Menschen jetzt in einem Bus nicht töten darf, darf man auch die eigene Person nicht töten. Also das ist gleichgesetzt. Und interessanterweise, der Mensch, der Selbstmord begeht, bei dem wird, glaube ich, das Totengebet nicht vollzogen. Also ja, vielleicht jetzt symbolisch mit der Hoffnung, dass der vielleicht nicht zurechnungsfähig war, aber normalerweise geht man davon aus, dass derjenige, der Selbstmord begeht, nicht als Muslim stirbt. Also das heißt, Selbstmord bedeutet, dass man eigentlich nicht in den Himmel kommen kann. Da wird der Himmel ausgeschlossen. Und vielleicht ist noch zu erwähnen, ja, warum Selbstmord? Ich glaube, in diesem Fall bei den Muslimen, das ist eher etwas Psychologisches, etwas sehr Menschen, die es nicht geschafft haben, sich der neuen Welt, der Moderne anzupassen, die Schwierigkeiten haben im Leben, die versuchen dann irgendwie eine Lösung zu finden. Und es ist auch interessanterweise, sehr viele Menschen, die genau diesen Weg gehen, die hatten vorher ein kriminelles Leben. Also schauen sich die Biografien dieser Menschen an. Also sie bekennen sich auf einmal zum Islam. Ich habe vor einigen Tagen mit einem islamischen Seelsorger gesprochen. Er hat gemeint, sehr schnell werden muslimische Verbrecher, die bekennen sich sehr schnell zum Islam. Die werden alle sehr fromm im Gefängnis. Dann habe ich ganz schnell die Frage gestellt, was ist, wenn sie wieder rauskommen? Das verfliegt wieder. Also es ist eine Phase, Menschen, die sich dann da wiederfinden wollen und dann zum Islam finden, also weil sie mit dem Leben nicht zurechtkommen. Aber dann, die Erfordernisse im Islam sind so schwer, die kommen damit auch nicht klar. Also deswegen habe ich gemeint, es ist viel schwerer, also für Gott zu leben, als für Gott zu sterben. Also sie machen das, was für sie dann viel einfacher ist. Also sie schaffen das nicht, islamisch zu leben. Also am liebsten ganz schnell ein Selbstmordattentat, dann denken sie, sie kommen dann nochmal in den Himmel, weil sie für Gott sterben. Also wobei ich generell allgemein über Selbstmord rede, jetzt nicht direkt über Attentäter, sondern... Ja. Aber allgemein ist es eben so, also ein Selbstmord ist gleich Mord. Ich wollte gerne noch was ergänzen zu dem Kommentar von vorher, also die Frage oder zu der Frage von vorher. Ja. Da ging es ja so in die Richtung, warum es quasi unter den Muslimen keinen Aufschrei gibt, wenn irgendwie Selbstmordattentate stattfinden, weil das im Islam nicht vereinbar ist so. Und genau, da wollte ich irgendwie gerne nochmal drauf eingehen. Und ich glaube, dass das zweierlei Hintergründe hat so. Das eine ist, also ich kann natürlich nicht für alle Muslime sprechen, ja, auch wenn einem das manchmal gerne angedichtet wird so. Die Leute, die ich kenne und die sich selbst als Muslime bezeichnen, also unter uns geht eine Aufschreibung und so. Ne? Und zwar jedes Mal, wenn sowas passiert von jemandem, der sich selbst als Moslem bezeichnet. Und das wird nicht einfach... Also es geht nicht spurlos an einem vorbei, so, das möchte ich irgendwie sagen, das ist mir wichtig.
Und das andere ist, ich weiß nicht, also entweder ist dieser Aufschrei sozusagen nicht zu hören, oder aber, das kann ich mir auch gut vorstellen, es gibt Leute, die es nicht als notwendig finden, aufzuschreien, weil sie sich gar nicht mit diesen Menschen identifizieren. So. Und deswegen besteht auch nicht die Notwendigkeit, sich zu distanzieren von Menschen, mit denen man sich nicht identifiziert. So. Also wenn für mich zum Beispiel ohnehin klar ist, jemand, der sich selbst irgendwo in die Luft sprengt und dann sich andere mitnimmt, so, der ist für mich irgendwie kein Moslem, oder der macht das mit Sicherheit nicht im Namen Gottes so, dann brauche ich mich nicht davon zu distanzieren, weil ich finde nicht, dass er zu mir gehört. So. Und genau, das war mir einfach nicht wichtig. Ja, herzlichen Dank. Also das ist ja, ich kann dir das beides unterstreichen. Ich würde sogar noch sagen, dass die Menschen manchmal auch sehr ratlos sind. Also die Ratlosigkeit an sich, was soll man machen? Also ich bin so sprachlos, das Einzige, was ich hier mache, ist ja nach jedem Attentat vielleicht Andacht und Gebete zu veranstalten, wo wir jüdisch, christlich, muslimisch oder auch mit anderen zusammen für die Menschen, die verstorben sind, zu beten. Oder für Verbliebene, Zurückgebliebene. Also, aber das bringt diese Menschen nicht zurück. Es gibt eine Ratlosigkeit. Und man kann Gewalt nicht mit Gewalt entgegnen. Und deswegen, was sollen Muslime den Menschen, die Gewalt ausüben, machen? Wir haben diese Waffen nicht. Und da stehen wir mit den vielleicht vernünftigen Nicht-Muslimen auf der gleichen Ebene. Also wir sind gleichermaßen betroffen, wir sind Opfer. Also von daher ist es auch noch mehr bemerkenswert zu sagen, wir sind nicht auf dieser Seite, wir sind auf der Opferseite. Von daher, es geht nicht um Distanzieren, sondern um den Versuch, sich zu solidarisieren. Die Dame zuerst. Ja. Ich vermute über ein bisschen andere Wendung jetzt. Ich vermute, dass wir über Sterbehilfe bereits gesprochen hatten. Ich musste leider etwas später hier sein. Und wenn das Thema also besprochen worden ist, dann... Nicht im Detail. Nicht im Detail. Ah ja. Wir haben es nur erwähnt. Sie können gerne eine Frage dazu stellen. Ich würde mich sehr dafür interessieren, wie, das ist sicher sehr komplex, und was da sozusagen die Hauptparameter sind. Also Sterbehilfe ist ja, ich habe irgendwie auch angedeutet, jetzt hier zu sitzen und darüber zu sprechen, ist viel einfacher, als selbst betroffen zu sein. Aber die islamische Normenlehre ist so wie die Rechtswissenschaft im modernen Sinne sehr, sehr rational aufgelegt. Und deswegen, also wenn man die Frage stellt, was sagen die Gelehrten, was haben die islamischen Fiqh-Gelehrten zu diesem Thema gesagt, sie sagen, eine Sterbehilfe ist nicht erlaubt, man darf da nicht eingreifen. Also dieser Mensch, weil das Leben ist von Gott geschenkt und nur Gott ist fähig oder befähigt, dieses Leben wieder zurückzunehmen. Das ist diese Argumentation, aber letzten Endes die Frage zu stellen, ist damit das letzte Wort gesagt? Meines Erachtens, in dem Augenblick, wo vielleicht die Wissenschaft, die Medizin weiterkäme und zum Beispiel die Schmerzen der Menschen messen könnte, weil heute, also wir können über Schmerzen sprechen, wir können auf einer gewissen Art und Weise vielleicht Schmerzen schon messen, aber wir können noch nicht so rational über Schmerzen oder fassbar über Schmerzen reden. Die sind alle, wie soll ich sagen, zu sehr personenbezogen, also zu sehr personenabhängig. Von daher, wo die Wissenschaft fortgeschritten ist und sagen kann, okay, wir können jetzt die Schmerzen messen und diese Schmerzen, ab diesem Punkt ist es nicht mehr menschlich ertragbar, dann glaube ich, muss nochmal über dieses Thema geredet werden. Also ich finde, ich bin jetzt nicht in der Lage, darüber ein Urteil abzugeben, und ich glaube, wir sind auch nicht so weit, noch darüber zu diskutieren. Und aber Sie hören schon heraus, das ist die islamische Normenlehre. Nicht nur der Koran, nicht nur die Sunna, sondern auch vieles andere gehören zur Quelle, zur Entscheidung. Es ist immer die Frage zu stellen,
was ist für eine Tat, für eine Handlung der Wille Gottes? Was wünscht Gott, was ich in dieser Situation handle, wie ich in dieser Situation handle? Und da würden heute in dieser Sache, wo man noch nicht klar sagen kann, also die Schmerzen messen kann, da würde man sagen, okay, also Sterbehilfe ist nicht möglich, islamisch gesehen. Ja, meine Frage bezog sich auch auf den willkürlichen Tod. Und zwar jetzt nicht in Form dieser Selbstmordattentate, sondern eben zum Thema Sterbehilfe, Hilfe durch Dritte oder Hilfe durch sich selbst. Ich habe das bislang so verstanden, dass es grundsätzlich nicht statthaft ist, den Tod selbst zu bestimmen. Jetzt höre ich so ein bisschen raus, das hängt vom Stand der Wissenschaft ab. Wenn die Schmerzen zu doll sind, sollte man es denn messen können, mit welchen Methoden auch immer, dann ist es statthaft, sonst ist es nicht statthaft. Das erinnert mich so ein bisschen an die christliche Wunderlehre, wo heutzutage auch schon, wenn es darum geht, ob jemand heilig gesprochen werden soll oder nicht, mithilfe von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen versucht wird herauszubekommen, ob es sich um ein Wunder handelt oder nicht, kann ich es naturwissenschaftlich nicht erklären, dann ist es ein Wunder. Kann ich es erklären, dann ist es kein Wunder. Das heißt, es ist so ein bisschen in die Niedrigkeit des wissenschaftlichen Fortschritts gestellt. Zum einen sollte ich vielleicht erwähnen, also ich, um das klarer zu machen, das ist noch keine Aussage. Ich sage, ab dem Zeitpunkt kann nochmal diskutiert werden. Vielleicht werden dann islamische Gelehrte wieder zu dem Entschluss kommen und sie werden sagen, es ist trotzdem nicht erlaubt. Aber das wäre ein Wendepunkt für mich. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Islam nicht so statisch ist, wie man glaubt. Der Islam ist dynamisch. Und natürlich, es gibt zwei wichtige Bereiche. Es gibt den Bereich, das habe ich einige Male hier, glaube ich, auch zur Sprache gebracht, der Ibadah, also der Gott-Mensch-Beziehung, also der gottesdienstlichen Beziehung. Da kann man mit der Vernunft, mit der Ratio vielleicht nicht sehr vieles Neues hinzufügen. Also wer möchte mir sagen, warum wir fünfmal am Tag als Muslime beten sollen? Also warum sind es nicht viermal oder warum sind es nicht zweimal oder siebenmal? Und wonach kann man das messen? Das kann man nicht. Also deswegen, da gibt es eine gewisse schon feste Parameter in diesem Bereich, der Gottesdienst. Gott wünscht es so, Gott hat es so festgelegt und so machen wir das auch, weil es nur Gottesdienst ist. Dann gibt es aber den Bereich der Mu'amala, also der zwischenmenschlichen Beziehung. Und da spielen noch sehr viele andere Parameter noch damit. Also da ist nicht nur der Koran und die Sunna die Quelle, sondern auch alle sehr unterschiedlichen Quellen, auch die Wissenschaft ist eine Quelle. Und da deswegen, weil der Islam dynamisch ist, der Mensch beteiligt sich an diesen, Hukum, also Gutachten, Rechtsgutachten oder Rechtsmeinungen, besser gesagt, an diesen Rechtsmeinungen mit eigener Subjektivität. Der Mensch, der heute mehr weiß und ganz anders sozialisiert ist, wird in der Tat ganz anders etwas definieren oder eine ganz andere Rechtsmeinung haben als ein Mensch, der vielleicht vor 300 oder sogar vor 800 Jahren gelebt hat. Also deswegen, das ist keine Willkürlichkeit, es muss immer noch bestimmte Muster haben, muss Erklärung haben, eine gewisse Methodik haben, ein Rückgrat haben, aber trotzdem, ich meine, solche Debatten sind nicht statisch zu sehen und nicht abgeschlossen. So, wenn Sie Fragen haben, ich muss mich auch entschuldigen, dass ich jetzt Sie nicht reinnehmen kann, aber wenn Sie Fragen haben, können Sie ja den Herrn Sanji im Anschluss fragen. Nochmals Dankeschön, dass Sie kommen.